Hallo, ihr habt ja jetzt schon einige Tiere im Wildpark gesehen. Dass ihr bei den Ziegen wart, das kann man sogar riechen. Ich hoffe, die Ziegen haben sich gut benommen und nicht schon alles Futter aufgefressen. Eine Bitte an euch, füttert die Tiere am besten nur mit dem speziellen Wildfutter aus den Automaten. Das mögen sie am liebsten und bekommen ihn auch gut. Auch die Rothirsche mögen dieses Futter gern. Wusstet ihr eigentlich, dass die Hirsche ihr Geweih jährlich abwerfen? Sie lassen sich dann ein neues wachsen, um damit im Herbst bei der Brunft angeben zu können. Ich finde das etwas übertrieben und bin daher froh, ein Erklärbär zu sein. Nur manchmal im Winter, da beneide ich die Moschusochsen. Die haben die längsten Haare von allen Tieren und frieren auch bei der größten Kälte nicht. Moschusochsen gab es schon zur Eiszeit. Damals haben sie mit den riesigen Mammuts zusammengelebt. Haltet weiter eure Augen und Ohren auf, dann könnt ihr noch viel entdecken. Zum Beispiel die bunten Fasanen, den Auerhahn oder die Schweine mit dem faltigen Gesicht. Im Freigehege warten die Dammhirsche schon auf euch und euer Futter. So, und nun wünsche ich auch noch viele Abenteuer im Wildpark Lüneburger Heide.